So. Keine Ahnung, was los war. Ihr seht, wir sind nicht da, wo wir vorher waren. Wir waren vorher ganz woanders, ich weiß. Ich zeige euch auch, wo wir waren. Halt. Oh, trinken. Stell ich hier oben hin. Bäubig Wasser. Wir waren vorher hier. Hier haben wir dieses Rätsel gemacht mit diesen Blöcken, was so ultra einfach war. Und dann ging es hier hoch. Dann gab es einen Kampf. Nach dem Kampf gab es noch einen Kampf. Und dann kam Wario, Waluigi und die Lava-Königin nochmal als Kampf. Und das habe ich schon gemacht. Warum ich das nicht aufgenommen habe? Ich habe es aufgenommen. Dreimal. Dreimal. Entweder ist die Aufnahme abgestürzt und hat sich... das erste Mal hat sich die MP4-Datei selber gelöscht. War ich schon sauer. Das zweite Mal habe ich in MKV aufgenommen. Dieses Format wird einfach nicht unterstützt von Adobe Premiere Pro und ich kann es bei YouTube nicht hochladen. Dann schaltet sich die ganze Zeit meine Drecksfestplatte aus von alleine, sodass darauf keine Videos mehr gespeichert werden. Also wenn ich gerade aufnehme und die Festplatte sich ausschaltet, wird dieses Video einfach gelöscht. Das ist, und ich hatte keine Lust, es noch ein viertes Mal aufzunehmen, also habe ich es einfach gelassen. Also Wario, Waluigi und die Lava-Königin. Wenn ich dran denke, wenn ich das hier hochlade, fliege ich hier schon wieder. War die ganze Zeit vorher eine Fliege in der ersten Aufnahme, in der zweiten Aufnahme war es überhaupt nicht da und in der dritten Aufnahme kam sie dann nochmal kurz vorbeigeschwirrt. Genau. So. Wenn ich dran denke, packe ich unten einen Link rein, wo ihr diesen Kampf sehen könnt. Ich werde diesen blöden Kampf jetzt nicht nochmal machen. Die ganze Zeit stürzt einfach die Aufnahme ab, es macht überhaupt keinen Spaß. Also ich habe jetzt dreimal diese drei Kämpfe gemacht, immer jeweils 30 Minuten lang und es macht keinen Spaß. Und jetzt habe ich gesagt, okay, ist egal, machst du einfach weiter. Auf jeden Fall, nach diesen Kämpfen, genau, Wario und Waluigi, habe ich ja gesagt, die sind nicht tot, die kamen dann zurück und hatten nochmal die Lava-Königin mit dabei. Der Kampf ging als okay raus, also sehr schlecht. Yoshi ist gestorben und wir haben zu viele Züge gebraucht. Ja. So, und jetzt machen wir weiter. Mein Gott, ich hasse es. Dreckspiel. Es liegt ja noch nicht mal am Spiel, es liegt einfach an meiner blöden Festplatte. Ja, was muss ich denn hier jetzt machen? Schön, dass ich wie immer keinen Plan habe. Das finde ich immer am besten. Ich muss diese zwei Schalter aktivieren. Sehe ich das richtig? Ja, gut. Jetzt kommen wir hier hin. Nennen das Ganze mal auf gelb. Ich glaube, das ist richtig. Ich weiß es aber nicht. So, das sieht schon mal gut aus. I think. Ja, nee. Also rot ist offen, wir brauchen noch blau. Wo soll ich meine Dings so lang hinstellen? Ja? Schön. Okay. Ich kann diese Statue nirgendwo abstellen. Ich hoffe, die verschwindet einfach, wenn ich weitergehe. Ich sehe nichts. Okay, und jetzt muss ich wieder das Gelbe aktivieren. Und dann kann ich die zwei Schalter machen. Okay. Oh, seit 5 Minuten läuft die Aufnahme ohne abzustürzen. Wirklich, nach 5 Minuten schaltet sich diese Festplatte von alleine aus. Es tut nichts zur Sache, was ich mache. Sie schaltet sich einfach von alleine aus. Ich hasse es, ne? Ich finde das so... Dreimal dieselbe Aufnahme zu machen, fand ich jetzt auch nicht so. Kommt hier der Final Boss Kampf. Toll, Leute. Ich kann nicht jetzt hier noch einen Bosskampf hinten dran. Soll ich? Komm, dann machen wir heute den Final Boss. Ich würde mich ganz gerne noch vorher vorbereiten, so seelisch.
Okay, alle Kugeln, die wir jetzt noch haben, verwenden. Stampfradius 5 Felder von mir aus. Kraftpaket. Aber hätte ich noch stärken können? Wartet. Röhren gibt's im Final Boss nicht. Wir machen uns noch stärker. So. Rabbit Peach hat eine Zusatzraserei oder vielleicht sogar ein stärkeres Schild. Ich glaube, das lohnt sich mehr. So kann sie ein bisschen mehr laufen, das ist auch nicht schlecht. Hochsitzbonus brauchen wir nicht mehr. Ich wusste nicht, dass es jetzt schon zum Bosskampf geht. Das kommt so total überraschend. Sorry. Einmal extra dashen? Ja, einmal extra dashen. Waffen haben wir überall die höchsten, das ist jetzt nämlich wichtig. Dann bin ich doch nicht demotiviert. Dann geht's jetzt zum Final Boss von Mario Rabbids Kingdom Battle. Tut mir leid, dass halt das vorletzte Dings nicht dabei ist in der Playlist. Vielleicht werde ich es irgendwann mal nochmal aufnehmen, wenn ich Lust habe. Bowser's Festung. Hey, hey, ihr müsst meinem Papa helfen. Er hätte das Ding locker fertig gemacht, irgendwas ist mit ihm geschehen. Dann sind wir zu spät. Wir sollten in den Pilzpalast zurückkehren und unsere Kräfte sammeln. Nein, bitte. Es tut mir leid wegen vorhin. Ich weiß, es ist alles meine Schuld. Mega Drachen Bowser, der ultimative Boss. Gut, ich wusste nicht, dass es wirklich schon so schnell geht. Irgendwelche weisen Worte. Ich dachte, es käme noch irgendwas jetzt. Deswegen bin ich so richtig unvorbereitet. Ein Glück, dass ich meine Aufnahmen deklariert hätte. Stell dir vor, ich hätte die Boss besiegen, da wäre die Aufnahme gelöscht gewesen. Ich hätte geheult. Gut. Ein paar weise Worte zum Abschluss. Ich hoffe, der Boss wird mega, mega cool. Ich hoffe, euch gefällt das Ganze. Wenn ihr mehr davon wollt, dann drückt jetzt auf den Peter hier unter dem Video. Nicht auf dem Video, sonst drückt ihr einfach nur auf Pause. Und verpasst auf jeden Fall keine weiteren Folgen. Das Backtracking von der dritten und vierten Welt machen wir, sobald wir jetzt den Boss besiegt haben. Genau. Let's go. Epischer Bosskampf, richtig gut inszeniert, gefällt mir. Mit diesen Mega-Backdrachen verschmolzen. Okay, ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Ja. Scheint eine gute Idee. So. So. So, okay, ich muss jetzt logisch denken, ja. Ich habe nämlich keine Ahnung, wie das ausgehen kann. Nee, ich schieße auf den Großen. Das ist ja schon klar. Jetzt kommt Yoshi. Bam, 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 bam. Oh, ich kann ja dashen. Yoshi kann jetzt viermal dashen. Viermal 90 Schaden. Wie episch. Okay. Wir wollen den Großen. Und smashen ihn an die Wand. Ich hätte Kraftpaket anmachen müssen. Egal.
Rabbit Peach kann zweimal dashen. Dann nehmen wir die zwei vorderen, stellen uns auch da hinten und schicken vielleicht sogar die Bombe vor zu böser Bowser. Kommt ihr da hin? Die Bombe macht tatsächlich mehr Schaden. Schickt mir die Bombe, dann machen wir nämlich noch unsere zwei Valkyren vorne dran Schaden. Bam! Schild? Ob ich das jetzt schon brauche, weiß ich nicht. Mal gucken, in der Hoffnung. Bewegt sich Bowser eigentlich überhaupt? Ja? Ja, er bewegt sich, als ob. Hui, Mario wurde getroffen. Aber das ist alles okay, ist alles okay, ist alles gut. Oh, ich finde das ein bisschen laut bei mir auf dem Ding. Ich hoffe, für euch ist es nicht zu laut. Ich hoffe, ihr könnt mich gut verstehen. Also, sobald einer tot ist, können wir den Bosskampf vergessen. Das weiß ich. Ja. Mario. Mario. Du musst aber ganz dringend da mal nach vorne und dich heilen. Die sind ja doch wirklich alle zu 100% auf Mario gegangen. Yoshi, du kannst noch dashen und hier auch. Nee, halt, ich würde erstmal mit Rabbit Peach laufen. Damit sie sich zu Mario stellt. Oh, halt, sie kann dashen. Damit sie sich hier zu Mario stellen kann. Und Heilung. Der ist im nächsten Zug tot. Alles krass. Vielleicht können wir das Ganze sogar noch ein bisschen hinauszögern. Indem ich jetzt die Heilung zünde. Jetzt auf ihn drauf schießen. Zweite Phase. Oh, ich hab mich auch noch falsch platziert, ich Dödel. Pyroklast gibt es also auch hier. Und natürlich werden wir getroffen. Klar. Natürlich benutze ich jetzt den ultra super coolen Dash. Der ist tot. Yoshi stellt sich dahin und schießt auch auf den Großen. Und ich glaube, das wird heute böse enden. Ich weiß es aber nicht mehr. Wir werden so lange spielen, bis ich den Boss fertig habe. Und wenn ich versage, dann ist es halt so. Oh, das war kein kritisch. Mario, du stehst da auch sehr gut. Hat dir das schon mal einer gesagt? Er fliegt dahin, okay. Pyroklast, aber er trifft keinen. Das ist auf dem Block. Das ist auf dem Block. Wie soll mich das denn treffen? Das Spiel macht keinen Sinn. Das Spiel hat einfach keine Logik. Apropos, es ist ja der Final Boss, bin ich blöd. Ich bin gleich wieder da. Entschuldigung, hab ich vergessen. Ich wusste nicht, dass wir schon beim Final Boss sind, deswegen habe ich mich nicht vorbereitet. Ich habe es aber schon mitgenommen, weil ich mir dachte, ja, nächste Folge wäre es dann soweit. Natürlich die Bossbrille. Ohne die Bossbrille können wir gar nicht gewinnen. Das fällt mir auch erst jetzt auf. Ja, die ist grün. Wieso? Oh Gott, ja. Wo ist er denn, der böse Bowser? So, klar, ein paar Gegner sind gekommen. Mal ganz ehrlich, ne? Nee. Ich werde dir überhaupt nichts reißen. Da ist die Fliege wieder. Ich muss irgendwo was hinschmeißen, wo ich mehrere treffe. Nirgends. Toll. Ja, toll, dann treffe ich Mario. Hier treffe ich. Wie viel? Ah, da ist noch Rabbit Peach. Wir dann hier, oder? Ja. Wir dürfen nämlich nicht immer nur auf Bowser gehen. Das wäre sonst echt zu viele Gegner. Und die haben Stein. Das ist schon mal sehr gut. Da kann Rabbit Peach sich... Oh, halt. Die kann ja dashen.
Dash. Aha. Na, 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 na. Sie stellt sich dann und sie schießt aber auf Bowser. Ihr seht hier das ganze Studiospiel jetzt. Okay. Mario dasht. Mario hüpft. Mario, oh. Macht Stampfattacke. Mario stellt sich dahin und Mario schießt auch auf Big Bowser. Big B. Auf den großen Bowser. Ich finde, der sieht so gut aus. Also ich hoffe zwar nicht, dass ein Bug so in meinem Computer aussieht, aber wenn, das wäre schon cool. Bug ist das englische Wort für Käfer. Falls ihr das nicht wusstet. Ich weiß es ja nicht, ob ihr das, wie euch mit sowas auskennt oder nicht. Auf jeden Fall safen. Yoshi steht hier halt so richtig offen, der kriegt die Eierschale. Kraftpaket lohnt sich nicht. Mal gucken, was Mario jetzt alles einstecken muss. Pyroklast. Ich habe aufs Pyroklast nicht geachtet. Ja, Protektor. Aber nur für die Gegner. Warum machen die eigentlich jedes Mal Tinte? Wieso machen Verteidiger jedes Mal Tinte? Das wird der schlechteste Kampf, den die Welt je gesehen hat. Und das meine ich vollkommen ernst. Ich kann springen, ich kann springen! Ich kann mich hier hinterpacken. Yes! Ich sehe halt einfach gar nichts. Geht so. Rob. Nack. Schieß auf Bowser. Die anderen lohnen sich nicht. Ich muss diesen Protektor kaputt machen. Der Protektor geht kaputt, wenn wir Bowsers nächste Phase erreichen. Sie kann zweimal dashen. Dashen, Dinder. Dinder. Kann sie Heilung? Nein, wir müssen noch einen Zug auf Heilung warten. Egal, ist hier irgendwo Pyroglas bei uns? Nein. Nee. In der Hoffnung, Mario's Kraftpaket funktioniert. Hat Peach schon geschossen? Ich glaube nicht. Weil Yoshi hat schon geschossen. Ich schieße auf Bowser. Sobald wir in der dritten Phase sind, sind wir schon etwas safer. Ich kann mich nicht hinter diesem Block stellen, weil da ist Pyroclast. Ich... Der steht da. Spring. Dampfattacke. Ich stelle mich dann hier hin. Ja. Bowser fliegt ja die ganze Zeit um uns herum. Ich glaube nicht, dass er uns jetzt direkt angreift. Die stehen mir aber alle viel zu viel auf einem Haufen. Das geht so in die Hose. Nein, ich hätte noch schreien können mit Yoshi. Dann wären die alle weggegangen. Triff deine eigenen. Yes. Was? Das war neu. Da war vorher nichts eingezeichnet. Nichts war da eingezeichnet. Nee. Nee. Also... Ja, komm, Tinte, ihr braucht alle Tinte. Tinte ist wichtig, los. Tintet mich. Ah, Feuer ist auch okay, ja. Und wenn ich nachher ein 3-Stunden-Video habe, es ist mir so egal. So. Dashen. Dashen. Geld. Halt, ich kann auch noch dashen. Yoshi kann einfach über das ganze Feld laufen. Dashen. Von Mario springen. Schön, dass Rabbit Peach gleich tot ist. Stellt sich dahin. Rabbit Peach ist am wichtigsten, weil die heilen kann. Zwar nur alle 3 Züge, aber sie kann es wenigstens. Oder alle 2 Züge. M-
Mario, Mario, du stehst ungünstig. Wenn wir jetzt die dritte Phase von Bowser erreichen, steht Mario echt ungünstig. Natürlich kannst du keinen Dashen, Mario, du bist einfach zu fett zum Rumlaufen. Nichts gegen Leute, die dick sind, nicht wie ich selber. Ich bin sehr übergewichtig. Schön. Ja, hallo. Ganz ehrlich, ich schieße sie jetzt einfach weg. Komm. Ich erziehe sowieso, ich erziehe Crit, echt? Wow. Gibt mir aber nichts. Jetzt bringt mir was. Ja, und natürlich jetzt nochmal ein Crit. Komm, echt. Jetzt brauche ich ihn nicht. Der Protektor hebt sich auf. Wer macht jetzt schon seinen Angriff? Ich bin schon mit allen gelaufen, ja. Wir sind so am Ende. Na, außer Rabbit Peach. Ich kann mich danach nicht hier hinstellen, da. Wobei, wenn er hierher kommt. Oh, Yoshi steht aber auch ungünstig. Ach komm, Yoshi, du voll. Doch, der Protektor ist weg. Ja, Yoshi, du musst dich schützen. Und Rabbit Peach, du musst eine Heilung raushauen. Sie trifft Yoshi nicht. Nein, ich schreie. Ist mir egal. Ist mir sowas von egal, ob sie jetzt Yoshi trifft oder nicht. Schick zudem eine Bombe. Tschüss. Nein, ich hätte die Bombe für... Wobei, er geht sowieso auf Yoshi von dem her. Bowser geht jetzt gleich in seine Panzerform und rollt übers Spielfeld, bis er auf ein Metallblock trifft. Da bleibt er stehen und ist verwundet. Dann können wir ihn angreifen. Ihr seht das jetzt. Aber er geht auf Yoshi. Weil Yoshi frei steht. Ja. Ja. Geh weg. Bitte. Nicht Yoshi. Bitte. 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 Die dürfen sich noch nicht bewegen. Die sind gerade erst gespawnt. Gott, Yoshi. Ja, Yoshi ist tot, ich weiß. Ich weiß. Wie spät ist jetzt so tot? Aber wenigstens kann ich mit ihm nochmal angreifen. Und genau dieses Privileg hole ich mir. So, knocken wir zwei aus? Ja. Ich hoffe, der Verteidiger wird dadurch nicht gecatcht und wenn doch, ist nicht so schlimm. Ja, Yoshi ist eh tot. Mann! Ich sollte aufhören, mein Mikrofon zu putzen. Ich brauche hier unten einen Gegendruck. Hallo, sonst gibt das raus. So. So, das war's mit Yoshi, oder? Ja. Dachte ich mir. Ja, Peach. Du solltest dich jetzt vielleicht auch mal dorthin begeben. Wobei, Dash den Grobian noch kommen. Grobiane sind blöd. Tschüss. Bin ich davor zu sagen, dass wir den Kampf verlieren? Eigentlich noch nicht. Schafft er es überhaupt bis zu uns? Nein, das ist gut. Ich kann halt von dir nichts treffen, ja. Ne? Also nichts, was ich treffen könnte, was mir danach nicht schadet. So, und jetzt könnt ihr genau gucken, wie ich das meine. Er geht in die Mitte, packt sich in seine Ballform und macht selbst diesen Block kaputt. Nein. Ist mir egal. Ist mir egal, ich lade die Aufnahme ungeschnitten hoch. Diese Aufnahme ist ungeschnitten. Ich kann mir einen Hammer smashen. Ja, aber ich krieg dann vom Grobian eine mit. Egal. Hätte vielleicht noch Kraftpaket zünden sollen. Falls es überhaupt. Ja, beeil dich wenigstens, wenn du mich jetzt schon hauen willst, ja? Er trifft seinen eigenen Boss. Ich würde da ja voll ausrasten. Ach ja, Yoshi blockiert ja so einen Block. Haha, wie lustig. Und hier. Er macht das nämlich jede Runde und das ist ein bisschen blöd. Vor allem, dass wir nur noch zweimal angreifen können, das ist sehr blöd. Oh, der blöde Grobian ist tot. Oh, stirb.
Oh, ich kann nur zweimal dashen, echt? Toll. Da fahre ich aber auch spät. Ich schick. Nein, ich kann keine Bombe mehr schicken. Ich hätte die Bombe zuerst schicken müssen. Ja, die Bombe kommt nicht dran. Oder? Nee, tut sie nicht. Dann schieße ich. Wird sie von irgendeinem Grobian getroffen? Nein. Ja, Mario, du bist halt. Mario, du bist halt Mario. Ja. Ja. Er trifft seine eigenen. Ja, aber Mario. Von beiden vor allen Dingen, ja. Das war doch geplant, echt. Ich finde es aber gut, dass der Bosskampf nicht so viel Zeit frisst. Heilung. Sie hat die Heilung. Sie hat die Heilung aktiv. Oh mein Gott. So, Mario, du musst jetzt ganz wagemutig hier dashen. Und hier hin. Es wird vielleicht was, Leute. Es wird vielleicht doch noch was. Mit richtig, richtig viel Glück. Komm. Dashen. Sprung, damit Mario schießen kann. Dort wieder hinstellen. Vielleicht wird das was. Ich rieche es. Ich rieche den Sieg. Ich rieche ihn schon. Ich rieche ihn. Es kann was werden. Wir dürfen uns jetzt nur nicht so doof anstellen, wie ich mich anstellen würde. Ja, so machen wir viel mehr Schaden. Rein da. Vollgas. Hemmungslos da reinballern. Heilung. Weil Mario ist jetzt echt tot. Und ich will wenigstens noch das Okay haben. Kraftpaket, oh, hätte ich vorher zünden müssen. Soll ich die Heldensicht? Ah, ich mach die Heldensicht. Ah, komm, ist egal. Ist egal. Komm. Wenn er sich jetzt bewegt, zählt das dann als Bewegung? Nein, zählt es nicht. Okay. Aber er wollte ja jetzt gegen den Block. Jetzt kommen die Grobiane, die kriegen aber jeweils von mir mit. Tschüss, Bowser. Ich schätze, ich stehe jetzt irgendwie in eurer Schuld. Ich hoffe nur, du hast daraus etwas gelernt. Genau gesagt hoffe ich, wir haben alle etwas daraus gelernt. Wir sollten nicht mit Kräften spielen, die wir nicht verstehen. Nun, ich kann nicht versprechen, dass ich für immer auf der Seite der Guten stehen werde, aber ich werde es versuchen. Ihr habt schließlich meinen Papst vor einem großen, furchteinflößenden Drachenvieh gerettet. Ich schätze, ich bekomme eine ordentliche Abreibung, wenn er aufwacht. Es sei denn, ihr übernehmt die Verantwortung. Ich meine, er hasst Mario doch ohnehin schon. Also, ein verlockendes Angebot. Leider müssen wir in den Pilzpalast zurück, damit alle erfahren, dass die Gefahr gebannt ist. Oh, ja nun, bis zum nächsten Mal. Ja, komm, also ganz ehrlich, das ist mir doch egal. Ich hab's geschafft. Yes! Oh, ich freue mich. Wisst ihr wieso?
Erstens. Das ist das vierte Mal, dass ich versuche, dieses Let's Play aufzunehmen. Zweitens. Ich habe keine Lust mehr. Wir sind stärker. Wir haben neue Waffen. Viel, viel neues Zeugs. Dann geht's jetzt noch in den DLC. Ja. Oh, ich freue mich. So, Bossbrille runter. Oh, es gibt noch eine Cutscene. Ja, bis. Stopp. Bis gleich. Ich muss los. Und da laufen auch schon die Credits. Das Spiel ist für mich ganz persönlich, abgesehen von meinem Computerproblem bzw. Festplattenproblem gerade eben, ich setze mich auf die andere Seite kurz, damit ihr die Credits seht. Das Spiel ist für mich eine reine 9 von 10. Es ist alles gut daran. Es ist ein perfektes Spiel. Was stört mich an dem Spiel? Ihr wisst es. So ein bisschen die Schwierigkeit. Das ist aber das Einzige, was mich am gesamten Spiel stört. Sonst ist dieses Spiel perfekt. Ich habe ja auch die ganze Zeit diesen Einfach-Bonus benutzt. Den hätte ich nicht benutzen müssen. Ich hätte es auch so hingekriegt. Außer jetzt zum Beispiel beim Final Boss-Kampf oder so, wo ich echt schlecht war, muss ich sagen. Habe ich schon besser hinbekommen. Aber ja, sonst ist dieses Spiel eine glatte 9 von 10 für mich. Also nicht 10 von 10, aber halt 9 von 10. Ja. Mir hat das gefallen. Das Weltendesign ist grandios. Die uralten Gärten sehen so aus, wie man sich uralte Gärten vorstellt. Dschungelmäßig, verwuchert zum Schluss hin. Oder etwas heller an manchen Stellen. Halt einfach so richtig schön. Die Wüste. Wie heißt die? Die Sorbet-Wüste. Dieses Eis und dieses Kalte und Warme hat schon immer zusammengepasst. Hitze und Kälte, Feuer und Eis. Es passt einfach im Mischmasch richtig, richtig gut zusammen. Und das hat es auch hier in Mario & Rabbids Kingdom Battle gut erfüllt. Dann die Schaurigenpfade. Die beste Welt aus dem gesamten Spiel. Ich bin Mensch, ich mag diesen Grusel. Ich mag Gruselwelten aus verschiedenen Spielen. Es ist einfach perfekt. Der Boss, Tom Van Phantom. You think yours is a real mustache. Phantom, Tom Van. Der beste Charakter im Spiel. Ich liebe ihn. Dann Welt 4. Die Lavagrube. So perfekt. Mit der Lava, mit der blauen Lava, mit der normalen Lava im Mischmasch. Dieses, als wäre das so eine richtige Militärstation. Ihr habt es gesehen, überall waren so Stürme und sonst so Zeug. Dann fabrikmäßig zum Schluss hin. So episch. Die Musik. Ich könnte, das ist so, so perfekt. Ich könnte das den ganzen Tag hören und mir wird davon nicht langweilig werden. Ihr seht ja auch, von wem die Musik ist. Steht gerade oben, gleich ist oben von Koji Kondo. Da, der hat auch die Musik von Mario Maker 2 gemacht. Natürlich, der macht nur gute Musik. Toll, dass der jetzt gerade passend kam. Der Hammer. Ubisoft hat da ein Meisterwerk der Videospielgeschichte geschaffen. Nicht jeder mag dieses rundenbasierte Kämpfen. Ich schon. Das Warten ist auch ein Kritikpunkt, dass man so lange warten muss, bis dann dein Typ den Angriff gemacht hat, der Gegner die Angriffe gemacht hat oder sonst was, klar, das Warten. Aber im Groben und Ganzen ist dieses Spiel fast perfekt. Also es ist genial. Die Grafik ist super cool. Ich hätte damals, als ich den Trailer gesehen habe, ja, ich glaube, das sagt so jeder, ich hätte nicht gedacht, dass diese Mario und diese komplett durchgedrehten Rabbids, ich kenne die Rabbids-Serie, ich habe das früher immer geschaut, das kam eine Zeit lang auf Nickelodeon, da habe ich das geguckt. Ich fand die immer so bescheuert. Und als ich dann gehört habe, dass sie mit Mario was machen, fand ich erstmal,
Okay. Schau es dir halt mal an, das wird eh nix so. Schau dir diesen Misserfolg an und ich muss sagen, ich werde den zweiten Teil durchsuchen. Ich werde den zweiten Teil kaufen, wir werden den zweiten Teil Let's Playen. Es wird genial. Ich sag's euch. Es wird super, super, super cool. Die ganzen Aufgaben im Spiel, die es gibt, diese Zusatzmissionen mit diesen Rabbit Toads, werde ich nicht machen. Erstens, manche davon sind viel zu schwer, andere davon sind einfach langweilig, weil sie viel zu einfach sind oder sonst irgendwas. Deswegen lasse ich das, aber wir werden das Backtracking noch machen und in jeder Welt die versteckte Welt finden. Werde ich natürlich im Internet googeln, wo die zu finden sind. Man kennt's. Ja, damit geht ein weiteres tolles Projekt, neigt sich dem Ende zu. Es werden noch Parts kommen, klar. Donkey Kong werden wir auch Let's Playen, den DLC, darauf freue ich mich schon ultra, weil der ultra, ultra gut ist. Leider ein bisschen zu kurz und zum Schluss hit echt schwer. Aber sonst top, wirklich top, top. Aber halt, das Hauptgame ist jetzt leider vorbei. Oh, könnt ihr euch noch an die Stelle erinnern? Da ist dann Rabbit Mario rausgekommen hat mit seiner Gitarre. Und Mario hat so total weird geguckt und fand das ultra witzig und hat yeah gemacht. Oh, das war auch eine Stelle, habe ich mich gefreut. Ich setze mich mal ein bisschen mehr mittig, dass ihr seht, wenn ich mit meinen Händen so ein paar Bewegungen mache. Ich glaube, das da drüben hier, das finde ich nicht so. So ist gut. Also ich fand, dieses Spiel ist super. Ich finde, es ist sogar auf demselben Niveau wie Mario und Odyssey. Also ich habe es... Wenn ich meine Videospiele ranken müsste, meine Lieblingsvideospiele, ja, könnte ich ein paar in einen Topf packen. Die auf Platz 1. Minecraft Dungeons, Mario Odyssey, Donkey Kong Country Tropical Freeze und Mario und Rabbids Kingdom Battle. Und vielleicht auch nächstes Jahr, 2022, Mario und Rabbids Sparks of Hope. Wir werden sehen. Es gibt einfach Spiele, die könnte ich den ganzen Tag rauf und runter spielen und mir würde nicht langweilig werden. Dieses Spiel habe ich ja auch so lange schon, habe ich auch so weit schon gespielt, dass ich es an einem Tag komplett durchgespielt habe. Da hängt bei mir die Aufnahme. Ich hoffe, dass, wenn jetzt die Aufnahme abstürzt, echt. Hallo? Also es läuft noch. Wenn jetzt die Aufnahme abstürzt, ganz ehrlich. Wenn jetzt die Aufnahme abstürzt. Okay, es läuft wieder. Wenn jetzt die Aufnahme abgestürzt wäre, ich wäre. Da ist ein Fenster, ich hätte es sinnvoll benutzt. Okay, ich weiß nicht, was gerade los ist. Ich werde auf jeden Fall gleich mal den PC ausmachen. Oder neu starten zumindest. Nachdem ich das Video geschnitten habe und ja. In der Playlist wird auf jeden Fall es wird ein Video sein, was wahrscheinlich wo nicht geredet wird. Aber ich werde es trotzdem reinpacken. Einfach damit ihr das seht. Ich werde einfach ein Walkthrough runterladen und das zurechtschneiden. Einfach damit ihr diesen Kampf auch mit drin habt in der Playlist. Ihr müsst dann halt auf mein Voiceover verzichten. Ist bestimmt auch ganz schön, mal mich nicht hören zu müssen. Was gibt's noch abschließend zum Spiel zu sagen? Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Let's Play dazu überreden, dass ihr euch dieses Spiel vielleicht kauft. Es lohnt sich. Ubisoft hat das Geld verdient. Ich weiß, ich kann hier auf Überspringen. Da, auf Überspringen klicken. Aber lassen wir das mal. Credits sollen gegeben werden. Wir haben es alle verdient hier. Die haben alle mitgearbeitet. Die haben alle einen super Job geleistet. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass man dieses Spiel in ein paar Jahren für einen PC in 4K 120 FPS spielen kann. Mit Ultra Ray Tracing oder so. Ich hoffe, das wird noch gemacht. Ich weiß, es gibt es auf dem Yuzu Emulator, aber der Yuzu Emulator ist total schwer einzustellen und da gibt es große Lags, soviel ich weiß. Deswegen lasse ich das, was ich zurzeit benutze, ist der Simu Emulator und der Citro Emulator auf dem 3DS. Vielleicht wird es nämlich noch zum Luigi's Mansion 2 Let's Play kommen. Gut, ich verabschiede mich dann. Das war's mit dem Video. Bis dann, Leute. Ciao.
Wenn je irgendein Gerät in der Weltgeschichte mehr angerichtet hat als dieses hier, dann würde ich das gerne wissen. Moment mal, Geschichte. Mit dieser Zeitmaschine könnte ich es unseren früheren Ichs leichter machen, Spawny und das Pilzkönigreich zu retten. Moment, was wenn ich das schon getan habe? Was wenn ich die ganze Zeit mein größter Fan war? Pff, Quatsch, was für ein instabiler Egoist würde sich selbst so loben? Obwohl, vielleicht sollte ich die Nachricht wirklich an mein vergangenes Ich weiterleiten. Nur für den Fall. Liebster Bebo, dessen Mut, Intelligenz und Mitgefühl und so weiter und so weiter. Den Rest kopiere ich. Welchen Namen soll ich jetzt Absender wählen, damit ich früher nicht durcheinander komme? Ich hab's. Z.B. für zukünftiger Bebo. Ich hoffe, ihr versteht die Anspielung. Oh halt, ich hab den Anhang vergessen. Aber wenn ich darüber nachdenke, vielleicht sollte ich es lieber lassen. Man weiß ja nie, welche unerwünschte Konsequenzen so etwas haben kann. Nun ja, was soll schon schief gehen?